Wer von uns ist eigentlich nicht auf der Suche nach diesem superschnellen Internet? Während manche Regionen Deutschlands immer noch auf einen superschnellen DSL-Zugang warten müssen, gibt es dann auch noch die andere Fraktion, die diesen bereits hat, zu Hause aber nicht die nötige Geschwindigkeit ankommt. Das kann unter anderem daran liegen, dass euer WLAN-Router nicht optimal platziert ist oder ihr eine zu verschachtelte Wohnung habt, sodass das Signal nicht an euren Endgeräten ankommt. Devolo möchte dabei Abhilfe schaffen und hat ab sofort zwei neue Wi-Fi 6 Repeater im Portfolio. Zum einen den Repeater 3000, auf der anderen Seite aber auch das Spitzenmodell Repeater 5400. Ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie ihr auch bei euch zu Hause schnelles Internet bekommt, wie man die beiden Wi-Fi Repeater einrichtet und was die Top-Funktionen dieser beiden Geräte sind. Nun wünsche ich euch aber viel Spaß. Zu Beginn möchte ich anmerken, dass ich euch in den nächsten Minuten nicht mit unzähligen Fachbegriffen bombardieren, sondern euch auf einfache Art und Weise zeigen möchte, wie man in den eigenen vier Wänden schnelles Internet bekommt. Am Anfang muss jedoch auch erwähnt werden, dass beide hier vorgestellten Modelle den neuesten Wi-Fi 6 Standard besitzen und somit nicht nur für eine schnelle Datenübertragung stehen, sondern auch für Stabilität im heimischen WLAN. Wi-Fi 6 kann vor allem dann sinnvoll sein, wenn man a. sehr viele Geräte gleichzeitig im WLAN nutzt und oder b. sich viele Fremdnetzwerke, was vor allem im städtischen Raum sehr häufig auftritt, in der Umgebung befinden. Der Repeater 3000 erreicht dabei Geschwindigkeiten von bis zu 3000 Mbit die Sekunde, das Spitzmodell analog der Namensgebung sogar bis zu 5400. Auf der Unterseite des 3000er befindet sich ein Gigabit LAN-Anschluss, auf der Rückseite des Topmodells sogar zwei. Ich habe hier zum Beispiel am 5400 unsere Base für die Sicherheitskamera des Hauses eingestöpselt. Weiterhin besitzen beide Modelle die aktuellen Verschlüsselungsstandards WPA2 und WPA3, können parallel im 2,4 und 5 GHz Band funken und empfangen und sind, und das dürfte für die meisten von euch wichtig sein, kinderleicht konfigurierbar sowie mit allen Routern kompatibel. Der Unterschied zwischen den hier gezeigten Modellen besteht, wie eben schon erwähnt, in der maximalen Übertragungsgeschwindigkeit und den LAN-Anschlüssen, aber auch in der Anzahl der verbauten Antennen, sodass der 5400 aufgrund einer höheren Anzahl eine noch bessere Abdeckung besitzt. Zudem können beide Repeater im Mesh-WLAN genutzt werden, heißt, WLAN-Signale werden von Repeater zu Repeater weitergeleitet, sodass eine noch bessere Netzabdeckung und Geschwindigkeit erreicht wird. Nun aber auch schon zur Einrichtung, die selbst absolute Laien hinbekommen werden. Hier gibt es genau zwei Wege. Einmal könnt ihr dafür die Devolo Home Network App nutzen. Der zweite Weg geht einfach per Plug and Surf. Solltet ihr euch für die erste Alternative, also App gestützt, entscheiden, so ladet euch zuerst die kostenlose App für Android oder iOS herunter und erteilt die Berechtigung, auf das lokale Netzwerk zugreifen zu dürfen. Anschließend wird bereits automatisch nach verfügbaren Devolo-Repeatern gesucht. Solltet ihr erst jetzt den Repeater in die Steckdose gesteckt haben, müsst ihr rund 2 Minuten warten, bis er vollständig gestartet ist. Die anschließende Einrichtung ist in weiteren 3 Minuten erledigt. Beim zweiten Weg, der nach dem Prinzip Plug and Surf funktioniert, platziert ihr den Repeater an der gewünschten Stelle, steckt ihn in die Steckdose und wartet auch hier rund 2 bis 3 Minuten. Wenn euch die Bereitschaft mit einer dauerhaft grün leuchtenden LED signalisiert wird, haltet ihr für ungefähr 5 Sekunden die WPS-Taste gedrückt, geht zu eurem Router und drückt dort ebenfalls die WPS-Taste. Nun sollte auch hier innerhalb von weiteren 2 bis 3 Minuten der Devolo Repeater mit eurem WLAN verbunden sein. Erste Aufschlüsse darüber, ob euer Repeater gut platziert ist, könnt ihr anhand des Wi-Fi-Symbols auf der Vorderseite entnehmen. Je mehr Signalwellen grün leuchten, desto besser ist der Empfang vom eigentlichen Router und desto besser ist die Geschwindigkeit und Stabilität des Repeaters. Solltet ihr hier lediglich einen Balken sehen, so platziert den Repeater etwas näher an den Router. Und genau das ist auch schon die ganze Magie, wenn es um die Einrichtung und das Setup des Repeaters in der App geht. Und apropos App, die ist ganz nach Devolos Motto: Einstecken, Knöpfchen drücken und los, ebenso einfach aufgebaut. Auf der Hauptseite seht ihr, dass euer Repeater mit dem Internet verbunden ist, optional auch mit den physikalischen Datenraten für den Up- und Download. Beim Klick auf den Repeater gibt es, je nach Platzierung, auch Hinweise zur WLAN-Abdeckung. Darunter noch weiterführende Infos über die LED-Beleuchtung und technisch versierte können auch hier noch eine Gerätekonfiguration im Browser starten.
Über den zweiten Punkt, WLAN, kann unter anderem eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt werden und weiterführend gibt es noch eine ausführliche Supportseite und Hilfesender sowie sonstige Einstellungen. Ich muss aber ehrlich sein, in der Regel werden 95% der Nutzer diese meisten Punkte einfach nicht nutzen. Doch wie steht es nun um die Geschwindigkeit und Netzabdeckung in unserem Haus? Unser WLAN-Router befindet sich in unserem Gästezimmer des Erdgeschosses, dessen Tür meist geschlossen oder angelehnt ist. In der darüber befindlichen Galerie des Dachgeschosses, einer Wand und 30 cm Stahlbetondecke steht nun seit Testbeginn der Wi-Fi-Repeater 5400. Den 3000er habe ich im Esszimmerbereich eingestöpselt, getrennt durch zwei Wände und einige Möbel. Mit dem Spitzenmodell konnte ich an unserem 250er DSL-Anschluss Geschwindigkeiten in der Spitze von 140 im Download erreichen, mit dem Wi-Fi-Repeater 3000 Geschwindigkeiten in der Spitze bis zu 97. Laut LED-Leuchten ist dabei die Netzabdeckung in einem guten bis sehr guten Bereich gewesen. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten war es in meinem Setup so, dass jeder einzelne Repeater eine Verbindung zu meinem bisher genutzten Router aufbaut. Sollte eure Wohnsituation etwas kleiner und eine etwas andere sein, so könnt ihr beide Repeater, aber wie eben schon erwähnt, aber natürlich auch im Mesh benutzen. Und damit bin ich auch schon am Ende meiner kurzen Vorstellung des Wi-Fi-Repeaters 5400 und des Repeaters 3000 von Devolo und bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich riesig freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr ein Like oder auch Kommentar hinterlasst, aber vor allem auch bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao!